Hallo, willkommen bei behindertbarrierefrei.de. Wir sind in Karlsruhe bei TRV. Hallo Guido. Hallo Olli, grüß dich. Guido, ein ganz toller Aktivrollstuhl, der ikonisch auf dem Markt. Verstellmöglichkeiten, wo ich in dieser Form so noch nie gesehen habe, den werden wir heute präsentieren. Weltpremiere als erste Video. Auf der Webseite habe ich ihn gesehen. Erzähl mal, was der alles leisten kann. Also da muss ich ganz schnell erzählen, der Icon zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass er multiverstellbar ist. Also ich würde mal sagen, der kann fast alles. Wenn wir uns den vorne anschauen, kann ich die Supporter einfach mit handelsüblichem Werkzeug einstellen. Ich kann die so einstellen, dass ich einen stabilen Stand habe. Ich kann aber auch sagen, ich möchte einfach meinen Rahmen ein Stück verlängern. Hat es so noch nicht gegeben. Ich brauche nur diese beiden Klemmen zu lösen und ziehe den Rahmen auseinander. Also habe ich wieder eine komplett andere Geometrie. Oder aber, nächster Punkt ist, wenn man da unten drauf guckt, sieht man ein zentrales Federbein. Und dieses zentrale Federbein, das kann ich in der Höhe natürlich einstellen. Muss ja passen, muss ja individuell sein. Aber das ist eine RockShox. Und diese RockShox kommt aus dem Mountainbike-Sport. Das heißt, das ist eine echte Suspension. Also die funktioniert wirklich so, dass sie dir keine Energie raubt. Und die kann ich einstellen, wie ich sie für mein Körpergewicht brauche. Und ich kann natürlich auch noch den Schwerpunkt, einfach nur mit 4 Schrauben, kann ich die gesamte Plattform verstellen. Also einfacher geht es, glaube ich, nicht. Mega, also müssen wir mal aufklären, nochmal Supporter hier vorne ist nämlich das, dieses Vorderrad, diese Vorderachse, ja, können viele Leute vielleicht draußen nichts mit anfangen. Das habe ich noch gesehen an keinem Rollstuhl. Ich kann hier ganz einfach über 2 Imbus hier aufmachen und kann die Achse nach vorne ziehen. Korrekt. Korrekt, und du brauchst kein anderes Werkzeug dafür. Du musst keinen Winkel anlegen oder sonstiges, weil unsere Basis immer waagerecht ist. Bedeutet, du hast kein Aufwand. Unglaublich. Das Nächste, ich habe sowas noch nie gesehen. Es ist keine Radstandsverlängerung. Ich kann aber den Vorbau wiederum auch nur mit 1-2 Imbus nach vorne und nach hinten wie viel Zentimeter verstellen? Also ich kann den gut und gerne bis zu 8 Zentimeter verstellen, ohne dass ich Stress habe. Und stell dir vor, du bist mit einem aktiven Hund draußen, dann zieht der Hund dich und du willst aber nicht nach vorne rausfahren. Also sagst du halt, okay, ich löse die beiden Rahmen, mach den Rahmen ein bisschen länger und dann gehst du raus. Das heißt, den Schwerpunkt, nämlich, und das ist das Wichtigste, also zum Beispiel der Willi kriegt einen neuen Rollstuhl, super angepasst, alles, ja, wirklich ein Qualitätsstuhl, fährt 2-mal über einen kleinen Randstein, bumm, haut sie nach hinten. Dann merken wir, Mist, muss total umständlich wieder hier alles verstellt werden. Hier einfach 2 Schrauben auf und den Schwerpunkt verstellen, oder? Verlängert, ich kann den Schwerpunkt verstellen und wenn es nicht reichen sollte, kann ich immer noch zusätzlich hinten eine Radstandverlängerung dran bauen. Also, das könnte ich auch noch. Wow. Dann der erste Rollstuhl in meinem ganzen Leben, Willi, wo ich sehe, serienmäßig ein Stoßdämpfer, ein Federbein, ein Dämpfer drin. Das ist eigentlich das zentrale Federbein im Sinne des Wortes, weil das Ding kommt, wie eben gesagt, aus dem Mountainbike-Sport, das ist eine RockShox und die nimmt dir keine Energie. Das heißt, wenn du fährst, fährst du vollkommen so, als wenn du mit einem Starrrahmen fährst, aber kommt dann ein Bordstein oder kommt dann ein Kopfsteinpflaster, dann wird diese Energie, die wird absorbiert. Aber sobald du wieder auf glatter Fläche bist, fährt er wieder wie Hulle, ehrlich. Wahnsinn. Dann, was ich noch nie gesehen habe, das Sitz selber, das Sitzsystem, können wir auch über ein Werkzeug, was ich auch noch nie gesehen habe, können wir aufmachen. Wir können auch vom Sitz her in Zukunft Adaptionen machen, wie die Welt noch nicht gesehen hat. Eigentlich alles. Also wir haben 3 verschiedene Sitzplatten, die wir serienmäßig anbieten. Damit decken wir, ich sage jetzt mal, von 30 cm Sitzbreite bis zu 45 eigentlich alles ab. Aber du kannst auch die Platte weglassen und machst ein Custom-Made-Sitzsystem drauf. Kannst du auch machen. Aber das, was du in der Hand hast, ist ganz wichtig. Das ist das einzige Sonderwerkzeug, was wir brauchen. Und das ist nur hier unten für den eigentlichen Montageblock für die Suspension. Und ansonsten brauchst du nur 3 verschiedene Inbusschlüssel. Mit denen stellst du alles ein. Auch hier die Sitzbreite, wie man vielleicht sehen kann. Das Tolle ist ja, dass auch der Sanitätsfachhandel in Zukunft ganz einfach ohne große Schulung versteht und den Rollstuhl richtig anpassen kann. Weil das ist so wichtig, dass die meisten verstehen das erst dann, wenn es in Hammonds zu spät ist. Und dann brauchen sie nämlich wieder jemand. Ja? Das heißt hier, der wo ein bisschen handwerklich geschickt ist, kann auch mal selber probieren. Das ist, ich habe es ja selber probiert. So toll, wirklich so toll aufgebaut. Man kann selber mal ein bisschen spielen. Aber auch der Sanitätsfachhandel hat es in Zukunft ganz leicht, seine Leute zu versorgen. So sehe ich das. Das ist auch so. Weil dadurch, dass die Basis, wie eben gesagt, waagerecht ist, brauche ich keinen Nachlauf mehr einzustellen, ich habe keine Probleme mehr mit irgendwelchen Winkeln, die ich nachvollziehen muss.
ja, try and error. Probier es einfach aus. Und das ist eigentlich das Schöne. Dann ganz großes Thema natürlich für mich, Rücken. Guido, Rücken, wie weit sind wir beim Rücken? Was kann ich denn als Adaption hier rückentechnisch bauen? Weil habe ich gesehen, mit zwei Rohre, das sieht gut aus. Ich kann hier sogar, ich sage, wie es ist, ein Zopur, ein J-Rücken, ich kann einen Tartar-Rücken wahrscheinlich montieren, so wie das aussieht. Ich kann da alles dran montieren. Ich habe in dem Fall jetzt mal einfach, weil wir Varilite-Partner sind in Deutschland, habe ich einen Varilite-Icon-Rücken dran gemacht. Der geht dran, Tartar geht wie gesagt dran, alle anderen Hersteller passen dran, weil für uns ist immer das zentrale Element, es muss für dich als Nutzer passen. Es macht keinen Sinn, darüber zu diskutieren, welche Firma das ist. Es macht nur Sinn zu diskutieren, ist es für dich wirklich die richtige Lösung? Und deswegen haben wir da alles offen. Aber was du noch wahrscheinlich noch nicht erzählt hast, ist, dass wir mit einem kleinen Rädchen in der Lage sind, den Winkel des Rückens zu verstellen. Das heißt, du kannst das selber machen. Wow. Du kannst jetzt in einem Konzert sitzen und kannst sagen, boah, ich möchte mal ein bisschen mehr Entspannung haben. Und dann verstellst du den Rückenwinkel. Wo kommt der Stuhl her, mal ganz kurz? Also ursprünglich war die Idee mal eine kanadische Idee. Wie viele gute Ideen kommst du aus Kanada? Und die zwei Jungs haben halt gesagt, okay, der europäische Markt ist nicht unserer. Und da wir auch Druckmesssysteme, Bodytrack, vertreiben europaweit, das mache ich also, da war ich in Dänemark und bei meinem dänischen Partner stand das Ding einfach unten in der Halle. Der stand einfach da. Und wow. Ich wollte natürlich wissen, was ist das? Weil mir ging es genauso wie dir. Ich habe den gesehen und gesagt, anfassen. Jetzt großes Thema, exklusiv nur bei THV. Hoffentlich hat er trotzdem eine Hilfsmittelnummer. Natürlich, er hat eine Hilfsmittelnummer, weil wir diese Tür auflassen wollten. Aber ganz ehrlich, sieht das aus wie so ein klassischer Kassenstuhl? Absolut nicht, aber das Thema ist, er hat eine Hilfsmittelnummer. Wir haben schon darüber berichtet in Sanitätshäusern, mit einer Aufzahlung möglich. Natürlich, das ist ein High-End-Produkt. Auch das Design, ich meine, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ein richtig toller Stuhl, ein richtig super aussehender Stuhl, aber da zahle ich halt was drauf wahrscheinlich, aber er hat eine Hilfsmittelnummer. Jetzt trotzdem die große Frage, muss es Steller, die Leute wollen es wissen, da liegt er bestimmt wieder in der Preisklasse 6.000, 8.000 Euro locker. Und da wollten wir eben nicht hin. Es musste so sein, dass jeder Nutzer die Chance hat, da ranzukommen. Und wir haben ein Limit gesetzt und wir sind in etwa bei 4.500 Euro in einer ziemlich standardmäßigen Ausstattung. Unbedingt hier mal reinsitzen, probieren. Jetzt ist bald Messe, Rehab. Ist er dabei? Wir sind da. Also unser komplettes Team ist da. Wir haben die Stühle da. Wir haben alles zum Ausprobieren dabei. Kommt uns besuchen. Also herzlich eingeladen. 16. bis 18. Mai ist das, glaube ich, hier in Karlsruhe. Ansonsten, wo kann man den Stuhl angucken? Sanitätsfachhändler, das ist ja noch klein gespickt. Frisch angefangen haben wir da wirklich noch ganz, 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 ganz vorsichtige Schritte gemacht. Und erstmal bei uns. Also es lohnt sich, hier nach Karlsruhe zu kommen. Sag mal geschwind, wo ihr genau sitzt. In Rheinstetten. Wir sind im Gewerbering 47 und es ist quasi gefühltes Karlsruhe direkt neben der Messe. Okay. Also lohnt sich, vorbeizukommen, hier den anzugucken. Ach so, jetzt noch ein großes Thema, Sturz. Hat er natürlich nicht einzustellen, oder? Natürlich hat er das einzustellen, das mit dem gleichen Werkzeug. Also du nimmst mich nicht wirklich ernst. Also drei verschiedene Inbusschlüssel brauchst du und du kannst alles machen. Und ich kann dahinter, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, da sieht man vielleicht jetzt so vier silberne Köpfe und die kann ich lösen, setze sie in ein anderes Lochmuster und ich gehe bis zu 14 Grad. Also wir können auch Kinder versorgen. Wow. Also jetzt nochmal Gewicht kurz. Gewicht, es kommt ein bisschen drauf an, wie man ihn zusammenstellt. Gehen wir etwa von 12 Kilo aus. 12 Kilo. Hier geht es nicht um einen Leichtrollstuhl. Wir haben hier einen richtigen Aktivstuhl, einen stabilen Stuhl. Ganz nochmal kurz vielleicht auch Nutzergewicht. Was können wir draufpacken? Also 120 Kilo problemlos. Das ist wirklich kein Akt. Darüber hinaus, ich würde es vertreten wollen, aber wir haben es reglementiert. Okay. Dann in Zukunft vielleicht sogar mal ein Vorspannbike, ganz wichtig. Deshalb stellen wir ja auch in Zukunft hauptsächlich stabile Stühle vor. Ich will auch wirklich auch mal was haben, wo man hier vorne anbringen kann. Meinst du, da kommen wir mal irgendwann hin, weil die hat natürlich eine Rahmenbauform. Das ist ja ein bisschen schwierig hier. Oder? Wir haben da mal was vorbereitet. Also wir haben so circa 5-6 Partner, die das schon können. Okay. Also von Swiss Truck bis zu Tree Ride ist alles möglich. Klaxon haben wir schon dran. Wow. Und so ein paar Sachen haben wir noch, da darf ich noch nicht drüber sprechen. Wow. So viel. Darüber können wir jetzt hier auch nicht alles berichten. Ich denke, Leute, besucht uns auf der Messe. Da seht ihr ihn. Oder natürlich immer bei THV, beim Guido. Und beim ganzen Team hier von THV, die sind darauf vorbereitet, auf euch. Ne, wirklich, das ist jetzt wirklich was, wo ich mich richtig gefreut habe, mit Willi hierher zu kommen und diesen Rollstuhl vorzustellen. Icon ist sein Name, glaube ich. Ja. Icon heißt der Stuhl und ich würde ihn einfach testen. Anfassen. So machen wir es. Nehmen wir weiter, Sprecher. Bis bald, euer Olli und Willi und tschüss zusammen vom Guido. Ciao, tschüss.